So, wir sind live. Maria meckert noch ein bisschen wegen der Maske, aber wir gehen nur einmal ganz schnell durch und da ist das dann nicht ganz so wild, wenn man die Maske nicht auf hat. Wir stehen jetzt hier gerade vor dem Robinson Club Sarigerme Park und machen mit euch eine kleine Rundtour. Das sind die einzelnen Punkte. Wir stehen jetzt an der Rezeption bzw. kurz davor. Das ist dann Punkt Nummer 3. Wir stehen sozusagen bei 2, so ein bisschen am Eingang vom Haupttor. Und werden dann mal gucken, wie gut das WLAN hier, wie gut die WLAN-Versorgung ist. Mal gucken, ob wir voll mit euch durchkommen oder ob es irgendwo Abbrüche gibt. Aber gehen wir erstmal rein. Das neue Robinson-Logo, man erkennt den Papagei jetzt deutlich besser. Hier kommen wir in den Rezeptionsbereich. Mit einer Top-Rezeption. Wir haben die Wall of Fame hier vorne. Das TUI, der TUI-Reiseleiter mit Ausflügen ist hier. Der ganze Eingangsbereich hier vorne kann man die Kollegen auch, wenn es buchen, sich angucken. Wir haben das Management mit den typischen Robinson-Rahmen, wer alles dabei ist, wer die Abteilungsleiter ist. Und mit Stefan haben sie echt einen super General Manager. Und so geht es noch in den einzelnen Bereichen weiter. Food and Beverage, Wassersport, Wellfit aktiv, Entertainment und die Ops und Tennis. Und hier dann noch einmal der gegenüberliegenden Seite der Robby Club. Dann werden wir jetzt mal gucken zur ersten Bar, die hier oben ist mit einem schönen Ausblick. Das ist die Lanai Bar. Beziehungsweise wir können vorab erstmal ins Restaurant gucken, da ist gerade nichts los. Deswegen haben wir da vielleicht die Chance, ohne dass große Leute rumlaufen. Hier sind das Frühstücksbuffet noch gedeckt, es ist bis 11 Uhr Frühstück. Also ein kleiner Moment ist noch. Mein Klassiker zum Frühstück war immer die leckere Honigwabe. Ein Riesenrestaurant. Hier vorne ist ein Bereich, da geht es oben raus, da kann man sitzen. Das war abends immer sehr schön. Die gesunden Wellfit-Drinks. Und hinten die leckeren türkischen Backwaren. Auch ein absolutes Highlight hier in der Türkei gewesen. Und das ist dann der zweite Draußenbereich. Hier kann man abends nur essen und trinken, wenn man auch eine Flasche Wein noch dazu bestellt. Wir haben so als kleine Terrasse. Super schön gewesen. Morgens zum Frühstücken. Und der Ausblick ist echt der Hammer von hier oben. Ein kleiner Innenbereich, da waren wir gestern, als es geregnet hat. Und ganz hinten rechts ist dann noch ein recht großer Essensraum, der dann auch abends, wenn es ein bisschen kühler draußen ist, zum Essen einlädt. Wir gucken noch mal ganz kurz zu den Backwaren, weil die waren wirklich sehr lecker und gut. Das könnt ihr auf den Bildern sehen, was das doch Köstliches war. Jawohl. Börek als auch Gebäck mit Feta oder Buttermilch und super lecker waren da hinten die Schokopoussons, Dankeschön. Hat sich gelohnt. Dann gehen wir jetzt mal zur Bar. Kann man vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, die Außenstraße, die ich gerade gezeigt habe, ist beim Frühstück und beim Mittagessen kann man die auf jeden Fall nutzen. Abends muss man dafür aber extra eine Weinflasche dazu bestellen und bezahlen und dann hat man halt die Möglichkeit auf der Terrasse zu sitzen. Und für abends gibt es dann nochmal einen anderen Bereich. Können wir ja mal ganz schnell hochlaufen. Den hatte ich ja gerade von unten einmal kurz gezeigt und dann haben wir hier oben auch nochmal. Also es gibt auch einen großen Bereich zum draußen sitzen, wenn man dann
gerne draußen sitzen möchte, was bei den Deutschen ja definitiv der Fall ist. Von hier aus können wir auch einmal ganz kurz runterschauen. Da sieht man auch die Außenterrasse nochmal, die wir gerade genannt haben. Und von hier aus einen super schönen Blick. Schlechte Verbindung, schnell weiter. Genau, hier saßen wir zweimal abends. War doch sehr angenehm, gerade die warmen Tage, dann hier oben zu essen. Gehen wir wieder raus aus dem Restaurantbereich und gucken einmal ganz kurz zur schlechte Verbindung zur Bar. Wie sieht man denn da vorne? Oh, hier läuft man schnell vor. Gucken, was wir dem WLAN-Bereich hier überspringen können. Genau, hier war dann unser Aperitivbar, wo wir vom Abendbrot dann immer einmal hingegangen haben und einen kleinen Cocktail bestellt. Einmal die Robby-Club-Karte hier mit alkoholfreien Cocktails durchprobiert und saßen dann immer hier auf unserem Stammtisch mit schönstem Blick aufs Meer. Die Bar hier ist eigentlich immer sehr, sehr ruhig, was abends sehr schön ist und gerade auch wenn man insofern passt das immer total gut hier mit. Noch mal kurz hinzusetzen und nicht immer nach ganz innen zu laufen. Man muss auch sagen, zurzeit ist der Club noch sehr überschaubar gebucht. Der hat dann letzte Woche Freitag aufgemacht, wir sind direkt zur Eröffnung. Wir waren Gast Nummer 10 und 11. Und jetzt sind zurzeit 150, vielleicht knapp 200 Leute da. So, weiter geht's dann einmal zum Fitnessstudio runter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier runterfahren können. Wahrscheinlich nicht. Was? Ja, aber Treppen weiß ich nicht, wie gut das. Probieren wir das mal aus. Sehr verschachtelter Club. Das Hotel liegt sozusagen an so einem Hang. Dementsprechend sind die Gänge hier immer klein und dunkel. So, hier sind wir dann im Innenbereich des Fitnessstudios und hier sieht man auch,